Einsendeaufgaben lassen sich in Moodle durch die Aktivität Aufgabe realisieren. Um eine Aufgabe hinzuzufügen, schalten Sie zuerst im Kurs die Bearbeitung an und können dann über Aktivität und Material anlegen die Aufgabe auswählen. Der Aufgabe gibt man am besten einen entsprechenden Titel und kann dann im Anschluss die Aufgabenstellung entweder im Bereich Beschreibung hinterlegen oder als Datei im Bereich Zusätzliche Dateien. Unter Verfügbarkeit können diverse Daten eingestellt werden. Der Abgabebeginn ist das Datum, ab dem der Abgabebutton überhaupt erst verfügbar ist. Das heißt, erst ab dem Moment kann man zum Beispiel Dateien hochladen oder Texte eingeben. Das Fälligkeitsdatum ist der Termin, zu dem eine Aufgabe fällig ist. Wenn danach was abgegeben wird, dann wird es einfach in der Übersicht als verspätet gelabelt. Die letzte Abgabemöglichkeit ist standardmäßig deaktiviert. Wenn man die aktiviert, dann gibt es eben gar keine Möglichkeit, etwas verspätet hochzuladen. Dann ist also ab dem Termin der letzten Abgabemöglichkeit der Abgabebutton auch verschwunden. Wenn man die Aufgabenstellung in die Aufgabe eingetragen hat und nicht möchte, dass die Studierenden die Aufgabe vor Abgabebeginn sehen können, dann muss man hier unten bei Beschreibung immer anzeigen, den Haken rausnehmen. Unter Abgabetypen lässt sich festlegen, was die Studierenden eigentlich abgeben sollen. Standard ist hier die Dateiabgabe ausgewählt. Man kann das aber auch so konfigurieren, dass die Studierenden einen Text im Texteditor eingeben oder ein Mahara-Portfolio abgeben. Wenn man die Dateiabgabe wählt, kann man auch nochmal eingrenzen, wie viele Dateien die Studierenden hochladen können und wie groß die maximal sein dürfen. Und man kann das Ganze auch auf bestimmte akzeptierte Dateitypen eingrenzen, zum Beispiel PDF. Unter Feedback-Typen können Sie einstellen, wie Sie die Abgaben korrigieren möchten. Standardmäßig ist Feedback als Kommentar ausgewählt. Das bedeutet, es gibt ein Kommentarfeld, in dem Sie etwas eintragen können. Und die Option Feedback-Dateien ist ebenfalls ausgewählt. Das heißt, Sie können ein korrigiertes Dokument für die Studierenden hochladen. Wenn die Studierenden PDFs abgeben sollen, dann ist es ganz hilfreich, die Option Anmerkungen im PDF auszuwählen, da man dann in den Abgaben direkt korrigieren kann. Bei den Abgabeeinstellungen kann man auswählen, ob die Studierenden explizit eine Abgabetaste drücken, also ihre Abgabe bestätigen müssen, ob sie eine Eigenständigkeitserklärung abhaken müssen oder ob zusätzliche Versuche erlaubt sind. Bei Bewertung können Sie unter anderem den Bewertungstyp und die Bewertungsmethode festlegen. Beim Bewertungstyp ist standardmäßig Punkt ausgewählt. Sie können jedoch auch Skala auswählen, müssen die Skala aber selbst festlegen. Bei der Bewertungsmethode ist die einfache direkte Bewertung ausgewählt. Sie können jedoch auch auf Bewertungsrichtlinie wechseln oder auf Rubrik, müssen aber sowohl die Bewertungsrichtlinie als auch die Rubrik selber definieren. Wenn Sie eine Bestehensgrenze angeben, dann werden die Bewertungen bei Ihnen in der Bewerterübersicht mit grün angezeigt für die Leute, die bestanden haben, und mit rot für die Leute, die nicht bestanden haben. Wenn man alle gewünschten Einstellungen gemacht hat, kann man das Ganze speichern. Um die Abgaben dann zu bewerten, klickt man drauf, hat dann die Übersicht, wie viele Sachen abgegeben wurden, kann sich dann die Abgaben anzeigen lassen und hätte auch hier die Möglichkeit, gezielt einzelne Aufgaben zu bewerten. Oder man geht nochmal zurück, klickt auf Bewertungen und kommt dann ins große Bewertungsformular. Hier hat man jetzt alle Abgaben nach Vornamen sortiert. Der erste Nutzer hat nichts abgegeben, das heißt, wir wechseln hier oben auf einen anderen Nutzer, der etwas abgegeben hat. Und können dann hier direkt bewerten. Über die Menüleiste hat man verschiedene Optionen, Kommentare oder Markierungen einzufügen. Man kann auch noch an bestimmten Stellen Kommentarfelder hinzufügen. Auch handschriftliche Notizen sind möglich. Das funktioniert natürlich am besten auf einem Tablet-PC. Hier rechts kann man dann am Ende die Bewertung eintragen und dann das Ganze speichern. Also man kann entweder das Speichern und automatisch zum nächsten Nutzer springen oder diese eine Sache speichern und dann zum Beispiel wieder zurückgehen zur Aufgabe.